Hallo, herzlich willkommen zu dem Video mit euren Wünschen. Ich habe die Wünsche diese Woche in der Story angefordert, beziehungsweise euch angeboten, dass ich da wieder drauf eingehe. Und ich möchte jetzt zunächst erstmal mit den Positionen anfangen, die ich unter anderem selber auch immer wieder schon im Portfolio auch vorgestellt habe. Und dann werde ich auf die neueren Aktien drauf zu sprechen kommen, die ihr mir da vorgestellt habt. Und einfach wieder wie immer so interaktiv dann mit euch dann analysieren. Aber zunächst, wie gesagt, erstmal die Position, die ich eh schon analysiert habe. Das ist dann zum einen wurde BYD nachgefragt. Gut, da kann ich halt jetzt demjenigen nur sagen, wir sind hier aktuell sehr weit oben. Ja, also hier war ein schöner Einstieg, den habe ich auch hier gefunden. Aber es soll ja auch gar nicht um mich gehen, sondern um diese allgemein um diese Aktie. Also ich prinzipiell steige ich sowieso nur in Korrekturen ein. Auch die hier sind mittlerweile überflüssig, weil wir hier ja ein neues Hoch auch gebildet haben. Das heißt, mittlerweile ist das Korrekturlevel auch ein bisschen weiter oben. Ja, also wie gesagt, also diese Aktie hier ist sehr weit oben und eher erstmal für mich jetzt kein interessantes Invest aus meiner Strategie aus her, dass ich sage hier nochmal 100%, würde ich eher nochmal hier eine Korrektur abwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt, wenn jetzt hier eine Reaktion eintreten sollte, dann würde ich die hier bei ja, 12, 13 Euro sehen. Aber ich denke mal, der läuft auch erst vielleicht noch mal ein bisschen weiter hoch und dann wird er vielleicht irgendwann mal eine Korrektur einleiten. Aber das ist einfach zu fraglich. Es gibt hier keine Referenzpunkte für mich. Und von daher rate ich da zu keinem Kauf, aber rate auch nicht ab. Also müsst ihr dann selber wissen. Also auf jeden Fall ein bisschen zu weit oben für mich. Für mich kein Invest, aber ja, für mich risikofrei bin ich investiert, von daher mir ist es sowieso egal. Und das lege ich euch auch ans Herz, das ja so umzusetzen mit der risikofreien Methode. Aber ob ihr das macht, ist ja auch in eurem Interesse dann. Dann wollte ich weitermachen mit Modern Meat, war auch nachgefragt. Normal habe ich die eigentlich alle aktuell analysiert, aber ich gehe jetzt einfach noch mal drauf ein. Wir befinden uns hier in einer Korrekturphase oder auch mittlerweile in der Konsolidierungsphase, weil der kommt nicht so wirklich hier raus aus dem Bereich. Hier haben wir einen Widerstand, der wurde angelaufen, da war das Allzeit-High wurde noch nicht abgearbeitet. Und allgemein, ja, sind wir hier in so einer Seitwärtsphase. Wir sind jetzt hier wieder in der Korrektur hier von der Aufwärtsbewegung. Muss man mal schauen, ob das Level jetzt dann hält weiterhin und dann der Durchbruch hier mal nach oben kommt. Ja, also von daher, aktuell, wenn man noch nicht drin ist, hier ist noch ein Widerstand, kann man sich in dem Bereich hier überlegen, ob man mal dann eine kleine Position öffnen möchte als, ja, Spekulation vielleicht auch. Ja. Ist ja ein recht kleines Unternehmen auch. Dann Geely. Ja, Geely ist auch recht spät, sage ich mal so. Ich hatte es oft genug in meinen Highlights und so weiter. Ich denke mal, der Einstieg wäre locker möglich gewesen, beziehungsweise auch das hier mitzunehmen. Gerne auch mal bei den Highlights reinschauen. Das ist dann immer so dokumentiert mit dem kompletten Verlauf. Ja, mein Einstieg ist hier gewesen in so einer Korrektur und seitdem schön nach System aufwärts, in der Aufwärtsbewegung. Ich bin hier kurz bei den 100%. Also wenn du jetzt hier einsteigen möchtest, derjenige, der es nachgefragt hat, aus meiner Sicht erstmal so uninteressant. Wie gesagt, ich steige ausschließlich in Korrekturphasen ein. Und das ist nun mal hier ein Hochpunkt, von daher kein Invest für mich. Was du jetzt daraus schließt, aus dieser Analyse, die ich dir hier gebe, ist dir dann überlassen. Ja, aber das ist der aktuelle Stand.
Dann AFC wurde auch nachgefragt. Das sind so die Hauptwerte, die haben wir jetzt gleich durch, die so auch wahrscheinlich im Hauptfokus sind. Ja, wir hatten jetzt hier eine kleine Korrektur. Hier ist das 38er Level. Es wäre natürlich schön, wenn dann noch ein bisschen, ich zoome nochmal ran, ein bisschen weiter runterziehen würde. Aber eigentlich hat er hier mit 74 Cent das eigentlich gut abgearbeitet. Kann man gelten lassen. Er kann aber auch nochmal hier runterkommen. Vielleicht sogar den Widerstand nochmal anlaufen. Das wäre natürlich traumhaft. Und dann vielleicht eine neue Aufwärtsbewegung hier einleiten. Und dann sind auch theoretisch von 70 hier hoch nochmal die 100% auch drin. Muss man mal schauen, was da jetzt noch so passiert. Aber das wäre zumindest ein kleines Korrekturlevel, was interessant sein kann. So, dann hatten wir Everfuel. Everfuel wurde auch nachgefragt, habe ich aber auch analysiert, eigentlich auch recht aktuell. Aber auch hier gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Ich hatte es auch hier empfohlen gehabt, beziehungsweise nicht empfohlen, sondern wurde aufmerksam darauf und habe hier dann mal eine Order hier platziert, beziehungsweise so dargestellt. Und ja, die hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit hier. Zwei Wochen, sowas, oder wie viel sind es? Start war hier 22. Dezember und 100% hätten wir bereits hier am 4. Januar gemacht. Und seitdem jetzt auch weiter am Hochlaufen. Das war auf jeden Fall eine schöne Position. Aber auch hier aktuell ein Hochpunkt. Und wenn er jetzt hier reagieren würde, dann wäre für mich ein Korrekturlevel in dem Bereich 10 Euro möglich, aber auch da muss man erstmal schauen, ob überhaupt die Reaktion kommt oder er weiter hochläuft. Ja, von daher für mich auch kein Invest aktuell. So, jetzt muss ich mal gucken, ich habe die natürlich alle rausgesucht. Nee, Ehang, die hatte ich auch schon mal analysiert, wurde auch nachgefragt. Jetzt gehe ich, muss ich ganz kurz gucken, wie wir das jetzt hier schön hinbekommen. Ja, wie man sieht, habe ich da nicht wirklich viel analysieren können. Wir haben hier einen schönen Widerstand und gleichzeitig auch ja, so einen starken Widerstand. Also der wurde oft angelaufen, hat es nie wirklich geschafft. Ich mache jetzt einfach mal hier die Markierung für euch, dass ihr das nochmal seht, was ich hier meine. Sind hier in der Seitwärtsphase lange gewesen, hier in dem Bereich hier. Und aus dem Bereich haben wir dann aber eine schöne Sequenz aufgebaut, beziehungsweise eine schöne Aufwärtsbewegung. Das ist typisch für solche Seitwärtsbewegungen, dass dann eine impulsive Bewegung folgt. Und das ist auch passiert. Hier schön immer mit Widerständen, immer angelaufen, hochgelaufen, angelaufen. Also sehr schön auch. Nur aktuell würde ich hier erstmal auf eine Korrektur warten, auf 15 Euro aktuell. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier rein, ob das noch passt. Ne, es passt auch gar nicht mehr. Ist schon weiter. Ja, also hier wäre jetzt das Korrekturlevel bei 18,50 €. Muss man mal schauen, ob das noch eintrifft. Aber ansonsten wäre das ganz schön, wenn er auch vielleicht hier, das wäre natürlich noch schöner, wenn er hier auf den Widerstand runterkommt und dann, also im Korrekturlevel auf den Widerstand in dieser Kombination dann schöne Aufwärtsbewegung generiert. Und dann würde ich da auch theoretisch mal sowas wie, ja, 50 Euro auf lange Sicht sehen. Mal gucken, wie sich diese Aktie dann entwickelt, ob diese Korrektur eintritt. Das ja, kann ich auch weiterhin beobachten, auf meine Watchlist nehmen, dass ich das auch weiterhin verfolge. Ja, mal gucken. Also erstmal hier warten auf eine Korrektur. Dann TUI war auch nachgefragt. Hier habe ich schon mal so ein bisschen spekuliert, einfach mal mit einzeichnen hier. Also der Verlauf als solches ist jetzt nicht gerade schön. Ich habe mir hier nur mal ein paar Punkte gemerkt, wo ich es mir mal angeschaut habe. Aber ich bin da auch nicht investiert.
Da kann man auch nichts mit anfangen. Also hier müsste ich mir dann mit Widerständen behelfen. Das habe ich jetzt dann einmal hier getan. Der ist auch hier schön angelaufen. Hier kam dann die Reaktion in der Corona-Zeit. Und seitdem haben wir hier eine Bewegung gehabt, eine erste wieder aus diesem, sag ich mal, recht tiefen Niveau. Und wenn ich jetzt dann mal hier näher rangehe, hatten wir hier eine Sequenz. Ja. Nee, also schön ist das nicht. Würde ich jetzt auch ungern irgendwie was zu sagen. Zumal ich weiß eh nicht, ob ich da was machen würde in diesem Bereich. Aber jetzt einfach mal als Beispiel, damit ich irgendwie da was dazu sagen kann. Nee. Nee, also wenn man das hier als Sequenz sehen will, kann man hier das trotzdem dann als Sequenz sehen und könnte hier ein Ziellevel hinzeichnen, das dann in dem Bereich wäre, also auch quasi in diesem Bereich hier oben von dieser von diesem Kursbereich, aber ja, nicht wirklich schön und würde ich jetzt auch, glaube ich, nicht drauf zählen, dass das funktioniert. Aber es ist legitim, es jetzt so einzuzeichnen, das passt, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl. So, dann, was war das hier? Jetzt Gaussien, ja. Die hatte ich auch schon mal analysiert gehabt. Und seitdem ist die auch gestiegen. Müssen wir ganz kurz mal hier gucken. Der Kursverlauf ist natürlich auch sehr grottenschlecht. Aber ohne jetzt hier groß zeitlich ins Detail zu gehen. Ja, also ich würde hier den hier nehmen, das Level, und würde jetzt darauf aufbauend Ziellevel definieren und das Ziellevel wäre hier in dem Bereich und dann würde ich jetzt sagen, dass der noch mal bis 16 Euro laufen könnte in dem Fall und dann wäre es möglich, dass hier dann noch mal eine Korrektur kommt. Auf das Bereich 8 Euro, das heißt nochmal halbieren. Aber wie ihr schon seht, das ist jetzt alles nicht so wirklich mein Favorite Part. Alles ein bisschen unschön, aber auch von dieser Hinsicht kann man das auf jeden Fall machen. Hier schön reagiert, wie man sieht. Hier dann nochmal eine kleine Korrektur, wahrscheinlich auch wieder. Ja, okay, das 38er Level hat er hier genommen. Und ist jetzt wieder in Aufwärtsbewegung, aber das wäre eine schöne Sache. Dann würden wir hier auch nochmal korrigieren und dann mit einer neuen Sequenz hier vielleicht, sage ich mal so, wäre dann der Verlauf in dieser Richtung hier. So. Von 12 Euro auf 17 wäre jetzt für mich auch kein Invest, weil ich hier auch gerade keine Korrektur sehe. Deswegen würde ich erstmal eine Korrektur abwarten und dann schauen, ob ich die 100% auch erreiche. Das heißt, wenn man jetzt hier beispielsweise bei 8 Euro einsteigt und dann hätte man hier schönes, ja, schönes Kursziel mit 17 Euro, sowas ungefähr. Und das wäre dann eine schöne Investition, wenn man sagt, man glaubt an dieses Unternehmen. Allgemein, der Kursverlauf ist recht komisch. Ich hoffe auch, dass ich hier ja, den richtigen Kursverlauf davon habe. Aber erstmal beobachten würde ich da machen. Dann kommt jetzt dieser Blockchain-Geschichte. Da haben wir mehrere Nachfragen mich ereilt. Und ja, auch die, das muss ich sagen, ich wurde jetzt öfters schon gefragt dazu. Die sind einfach, ja, schon zu weit oben. Ja. Das ist zwar möglich, dass die weiter hochlaufen und gerade auch mit dem Hype jetzt,
Aber das ist einfach für mich kein interessantes Invest. Also wenn ich jetzt hier einfach mal direkt loslege, hier mit den Widerständen und mir anschaue, wo wir uns da aktuell befinden, dann wäre für mich ein Invest hier unten für, ja, das hier wäre für mich interessant gewesen, wenn ich jetzt hier unten diese erste Sequenz gesehen hätte und hätte dann hier in Verbindung mit dem Widerstand hätte hier den Einstieg gefunden. Das wäre so das Szenario, was ich gerne hier gehabt hätte. Und hier oben ist das einfach kein Invest mehr für mich. Da müsste jetzt eine Korrektur eintreten, die jetzt, sage ich mal, im Bereich hier genau wieder mit dem Widerstand in Verbindung hier bei 1 Euro 18 oder 1 Euro 12, da wird es dann wieder interessant für mich. Vorher freue ich mich für diejenigen, die da die Gewinne mitnehmen, aber das ist für mich dann ja kein Invest. Wie gesagt, eine Korrektur und dann steige ich da auch gerne ein. Beim Euro würde man hier, wenn der Verlauf theoretisch jetzt einfach so wäre, dass wir hier hochlaufen, hier runtergehen und dann hier das Ziellevel in dem Bereich hier oben sehen, dann würde ich hier sagen, okay, das ist für mich eine schöne Investition, weil ich habe hier einen Widerstand, bin dann beim Euro irgendwie sowas und dann würde ich hier bei 2,20 Euro würde ich auch wieder aussteigen mit 100% und dann die Hälfte weiterlaufen lassen von der Position und quasi risikofrei dann damit arbeiten. Aber aktuell auch hier nicht so wirklich interessant für mich. Auch wenn er hier hochläuft, ist okay, aber da gibt es dann andere Sachen, die man stattdessen auch gut investieren kann. Und da ist mir das Risiko zu hoch, dass der hier runterläuft. Dann habe ich jetzt noch drei Stück. Wir sind jetzt bei 17 Minuten. Ich denke mal, das geht sich super aus, auch von der Konzentration. Also, was haben wir jetzt hier gehabt? Das Bion Nano kenne ich auch nicht. Wie man sieht, ist jetzt auch nicht wirklich das, was ich jetzt als attraktive Aktie sehen würde, weil es einfach viel zu weit oben ist. Ja, es ist kein Invest mehr für mich. Ein Invest wäre es für mich wahrscheinlich hier gewesen. Wenn ich jetzt hier das Level ziehen würde, dann ist das wahrscheinlich ja sehr schön. Ja, ist es auch. Das heißt, es ist quasi so ein klassisches eine klassische Position für mein Portfolio in dem Bereich, dass ich hier aus der Position hier unten darauf spekuliere, dass hier eine Trendwende eingetreten ist und dann mit der Sequenz und diesem Korrekturlevel dann hier quasi wahrscheinlich hier eingestiegen wäre in dem Bereich, das alles hier mitgenommen hätte und dann irgendwann schlägt er halt durch. Ja. Genau, aber da oben ist das für mich kein Invest mehr, sondern hier unten. Und dann will ich da die 100% sehen oder beziehungsweise wenn ich jetzt hier eingestiegen wäre, dann will ich da die 100% sehen und das wäre dann hier ein Widerstand und würde dann auch dazu passen, dass ich hier ein neues Hoch mache und das ist dann auch eine schöne Sache. Ja, aber auch hier eher erstmal nicht. Ich würde jetzt hier auch erstmal warten, bis dann eine Korrektur eintritt in dem Bereich. Aber ob man dann hier oben einsteigen möchte, bei so einem, weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht, kann ich nichts zu sagen. Wenn man natürlich an diese Aktie glaubt und da auch irgendwie ein schönes Invest sieht, meinetwegen ja. Dann Pexic Holding, was weiß ich. Ja, auch hier, ich weiß nicht, alle sehr stark gestiegen, die ihr mir hier vorgeschlagen habt. Ja, aktuellem Widerstand. Von daher auch hier Korrektur müsste jetzt erstmal eintreten. Wir hatten hier unten quasi einen doppelten Boden, wenn ich den mal hier gerade einzeichnen darf. Hier mit zack, zack. Einmal, zweimal. Somit hatten wir dann hier diese Trendwende.
Ich würde jetzt hier erstmal eine Korrektur abwarten, die auf diesen Bereich hier runter geht. Und jetzt mache ich mal ganz kurz hier wieder alles weg. So, also wir hatten hier den doppelten Boden. Dann kann man hier eine Sequenz einzeichnen, die dann so aussieht, denn die hier. Schaue ich mal ganz kurz, ist das das Ziellevel hier oben? Ja, hier oben ist dann auch das Ziellevel. Das heißt, es ist sehr schön abgelaufen und wäre auch wieder ein schönes Invest gewesen. Also die Aktien als solches sind schön, nur irgendwie viel zu spät. Ja. Müsst jetzt hier nochmal schauen, dass hier eine Korrektur, ob hier eine Korrektur eintritt. Und dann haben wir ja auch anscheinend hier ein Potenzial von 10 Euro. Von daher, wenn man hier bei 6 Euro einsteigt, naja, mit den 100% reicht es dann noch nicht so ganz. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht, dann nicht so wirklich mein Invest, weil der Weg ist doch recht weit, bis man da dann 100% hat. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, muss ich sagen. Auch wenn es vielleicht schnell geht, es geht mir ja nicht darum, irgendwie eine Spekulation zu machen, sondern zu gewinnen. Und ja, von daher lieber verzichte ich und mache irgendwie eine Position, wo ich mehr Potenzial auch sehe. So, jetzt kommen wir noch zu der letzten. Das ist jetzt hier Argo Blockchain. Die hatte ich auch schon mal analysiert, zumindest versucht. Da kann ich jetzt auch gar nicht wirklich viel zu sagen. Also das ist ja ist einfach nur wahrscheinlich sehr unnormal. Dieser Verlauf auch ist nicht ja kann ich nicht wirklich mit arbeiten. Da ist zu wenig Struktur drin. Das wird irgendein Hype-Ding sein. Jetzt vielleicht auch wegen Krypto. Das ist dann auch kein, ja, sag ich mal, solides Investieren, sondern eine Spekulation. Ja, nee, da würde ich dann auch die Finger von halten, außer man sagt, ja, ich spekuliere hier auf, weiß nicht, was da gerechtfertigt ist für Kurse. Würde ich jetzt aber auch nichts mitmachen. Aber ja, wie gesagt, keine andere Empfehlung. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht alle Aktien ausgeredet. Sie sind alle sehr weit oben, die ihr da und mir vorgeschlagen habt. Da muss man wahrscheinlich auf die Korrekturen abwarten, wenn ihr da wirklich in diese Aktien rein wollt. Vorher würde ich jetzt da keine Investitionen tätigen. Aber ansonsten schöne Position, die man, wenn man sie früher gesehen hätte, in den Korrekturleveln auch super mitnehmen hätte können. Und ja, vielleicht in Zukunft dann nochmal ein bisschen ja, mehr auch mitnehmen können. Mal schauen. Also dann, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und bis morgen Sonntag kommen dann wieder drei Aktien wie gewohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.